So, weiter geht's mit Edna bricht aus. Und bevor ich irgendwas anderes mache, lasse ich erstmal wieder Poki quatschen. Bitteschön. Diesen Screen kennen wir bereits in der fröhlichen Fassung aus der ersten Tempomorph-Szene. Ich finde es mir trotz der wenigen Striche ganz gut gelungen, halt irgendwie diese Atmosphäre einzufangen, die Edna haben muss, wenn sie halt irgendwie zurückkommt und das, was sie sich in ihrer Fantasie, in ihrer Erinnerung noch irgendwie als kitschig, bunt und fröhlich und kindlich naiv vorgestellt hat, halt total verwahrt zu sehen. Obwohl ich die Screens gegen Ende nicht mal mehr meinen eigentlichen Satz an Zeit hatte, den ich mir zurechtgelegt und ausgerechnet hatte. Ich stand damals unter ziemlichem Zeitdruck, weil das alles noch in meiner Diplomphase war, rechtzeitig fertig zu werden und hatte mir ausgerechnet, dass ich pro Screen einen Dritteltag hatte. Das wurde nach hinten raus immer weniger. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Oh, Backe. Ja, Zeitdruck ist für den Arsch. Wir haben ja noch das Regenfass. Kann ich da irgendwas vielleicht mitmachen? Vielleicht ein bisschen Wasser abschöpfen? Ich kann auch später noch das Geschirr abwaschen. Harvey? Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Die Topflappen reintunken. Wenn das ein Topf ist, dann will ich nicht dem Koch begegnen. Wohl wahr, wohl wahr. Die Schlüssel vielleicht sauber machen? Diese Wunde muss nicht ausgewaschen werden. Moment. Das sind die Überreste des lästigen Bestellzwergs. Das hat er jetzt davon. Okay. Können wir die vielleicht da So reinschmeißen? habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Die Golems haben dann Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Feuchter Ton. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Ähnlich wie mit dem Generalschlüssel. Jetzt muss ich das Ding nur härten. Okay. Aber erstmal geht's ins, in den Keller rein. Und ja. Hier sieht es auch nicht mehr ganz so fröhlich aus wie in der Tempomorph-Phase. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Feuerholz an. Ansehen. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Ja, tatsächlich. Marmeladen. Ich glaube nicht, dass die noch gut sind. Die ist so haltbar, dass Matti sie immer als Wundsalbe benutzte. Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Regal verschmolzen. Okay, Kriechöl. Das habe ich früher immer getrunken. Mensch, merkt man gar nicht. Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Tücher. Ich habe nie verstanden, was strahlend weiße Tücher im Kohlenkeller machen. Können wir die mitnehmen? Die waren schon vor 10 Jahren Okay, nutzlos. okay, okay. Karton. Ein alter, langweiliger Karton. Können wir den mitnehmen? Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht, dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Genau, selbst ist die Frau. Was ist das hier? Nägel? Nutzlosigkeit im Glas. Ach, Nägel kann man eigentlich immer gebrauchen. Die waren schon vor 10. Ja, gut. Farbdosen. Ich ahne, dass die auch vor 10 Jahren schon nutzlos waren. Ein sensationelles Sortiment an saftigen Sommertönen. Meine Lieblingsfarbe ist sowieso nicht dabei. Oder ist da irgendwo grau? Weiß ich nicht, kann ich sehr schlecht sehen. Der Ofen. Können wir den gleich Der aufmachen? uralte Eisenofen. Feuerholz wollte es nicht mitnehmen, ne? Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Weil ich vermute, dass wir in dem Ofen, wenn wir den irgendwie ankriegen, unseren Tonabdruck härten können.
eigentlich eine gute Idee. Der Ofen ist nur leider aus. Ja, das ist das Problem. Poki. Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass ich in fast jedes Spiel solche schweren, bulligen Gitteröfen integriere. Und warum ich das tue, warum die halt in jedem Spiel mindestens einmal, meistens aber auch häufiger vorkommen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar wollen wir damit unser kommendes Social Game anteasern, bei dem es darum geht, halt mit realem Geld, so per Micropayment, Item Selling, halt immer neues Feuerholz zu kaufen, um die Temperatur immer auf einem bestimmten Level zu halten. Ja, ich hoffe, das wird ein großer Erfolg. Ich meine, es gibt so viele Kälte in diesen sozialen Netzwerken im Internet. Brrr. Da hat er gar nicht mal so Unrecht. Kriegen den Ofen auf jeden Fall nicht an, nicht so ohne weiteres. Können wir denn die Tür öffnen? Okay, wir sind in der Küche. Die Spüle. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Das ist nicht verwunderlich. Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Och, Mensch. Gucken wir uns mal die Pflanze an. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Kann man mit dir reden? Ja, du bist eine gute Pflanze. Eine schöne Pflanze. Ich wachse auch ohne deine Aufmunterungsversuche. Wirklich. Undankbares Biest. Nehmen? Die ist festgewachsen. An was? Ich will es gar nicht wissen. Fenster benutzen? Moment mal. Warum schaue ich nicht einfach durch? Auch wieder wahr. Was ist das denn hier? Hier wachsen Pilze raus. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Wow. Die gehört mir bereits. Nein, ich wollte auch nicht die Hintertür mitnehmen. Die gehört. Den Topf. Lecker. Okay. Der Durchgang. Wow, das Haus scheint ziemlich groß zu sein, ne? Salon. Was haben wir denn hier alles? Spiegel, Mäntel, Fensterküche. Guck erstmal hier die Mäntel an. Mäntel. Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Hast du irgendwas drin? Meine Klamotten dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Spiegel? Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Aber nichts zum Saubermachen? Hier die Topflappen? Gleich morgen werde ich hier überall Staub wischen. Wer sind Sie? Wo ist Edna? Er ist unbrauchbar. Okay, da ist noch eine Pflanze. Hier ist alles tot. Schon echt deprimierend. Das ist die Haustür. Können wir die von hier aus öffnen? Zu. Okay. Salon. Wow, und überall dieser schöne grüne Film hier. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Ich kann mich jetzt nicht setzen. Die Zeit wird knapp. Gemälde ansehen. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Rügenwalder? Benutzen? Nein, dahinter ist kein Tresor. Guck mal,
Harvey. Unser altes Gemälde. Die Plünderer wollten es wohl nicht. Verandatür. Können wir die öffnen? Die klemmt. Wie deprimiert sie auch spricht, ne? Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber es ist gerade richtig eine komische Atmosphäre hier. Poki. So, und wer sich immer gefragt hat, was für eine Existenzberechtigung hat dieser Raum, für den habe ich eine ganz besondere, überraschende Geschichte auf Lager. Und zwar gibt es tatsächlich ein Konzept für ein Intro, das im Hause der Konrads spielt, in Ednas Kindheit, wo Dr. Marcel, Alfred, Mattis und Edna zusammen am Tisch rumsitzen und Edna sich benehmen soll. Harvey aber die ganze Zeit über so rumalbert, dass Edna als verhaltensauffällig eingestuft wird von Dr. Marcel, der sehr erbost wird, und Mattis, der halt auch sehr erbost wird, weil Edna quasi ihn blamiert und sie dann gezwungen wird, irgendwelche Pillen zu schlucken. Das sollte tatsächlich mal das Intro werden, hatte ich mir so überlegt. Aber dann ist mir diese coole Sache mit der Tentakel-Edna eingefallen und dann habe ich lieber die gemacht. Komisch, dass mich nie jemand drauf angesprochen hat. Übrigens, besonders mag ich den Text für das Gemälde im Hintergrund, wo Edna sagt, also wie ganz selbstverständlich sagt, ach ja, und das ist ja auch das Bild aus der Wurstwerbung, weil ich da hinten die Rügenwalder Mühle gezeichnet habe. Ja. Fun Fact. Muss sagen, die Mühle ist mir nicht mal aufgefallen. Okay. Schauen wir uns doch mal oben um. Oben um. Oder wollen wir... Ach komm, hier, Poki. Mit Bleistift vorzeichnen, mit Feinliner nachzeichnen, Bleistiftstrich wegradieren, dann einscannen, dann die eingescannten Linien markieren in Photoshop und so freistellen vom Hintergrund, dass ich halt wirklich nur die schwarze Linie habe, dann diese schwarze Linie auch noch überfüllen oder halt irgendwie mit einem Fülleffekt wieder vollständig schwarz machen. Das war die Arbeitsweise. Dann natürlich farbig anmalen und noch irgendwie Schattierungen reinsetzen. Ich glaube, ich habe damals tatsächlich mit Beleuchtungseffekt gearbeitet in Photoshop. Hier und da gibt es noch ein paar Texturen, also wo ich halt Lichtkanten gesetzt habe oder um Objekte halt irgendwie zu modellieren. Lichtkanten, Schattenkanten gesetzt oder aber auch manchmal irgendeinen komischen Texturstempel benutzt habe, wie hier auf dem Boden, um Schmutz zu erzeugen. Aber die Ineffizienz und Fehleranfälligkeit dieser Arbeitsweise offenbart sich hier in den Stufen der Treppe, wo sich die Linien auf ganz hässliche Weise berühren, weil kein Auswahlwerkzeug da mehr reinkam. Gott sei Dank hatte ich für Harveys neue Augen ein Zeichentablett. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, auch interessant. Was ist das? Schulzimmer, Bad. Schulzimmer. Hier waren wir auch schon drin. Oh Mann, hier gibt's wieder viel zu sehen. Die Tafel. Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Die Tafel. Natürlich. Weißt du noch, wie wir gelernt haben, Unterschriften zu fälschen? Hatte es etwas mit Raketen und Riesenspargel zu tun? Nein. Ja, dann weiß ich es noch. Ach, natürlich war die Tafel der Star im zweiten Flashback. Ich bin aber echt eine hohle Frucht. Tisch. War der nicht immer viel größer? Du warst kleiner. Der Schrank. Ach ja. Puh. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Das trifft's wohl. Glaube... Viel Nützliches werden wir hier aber auch nicht haben, ne? Also... Ich bin genau hier zu Hause. Yay. Poki lasse ich erstmal wieder schmoren. Ich will noch ein bisschen weiter gucken hier. Badezimmer.
Waschbecken. Da habe ich mich immer ums Zähneputzen gedrückt. Das Haus hat aber echt stark gelitten, ne? Na gut, wenn sich keiner drum kümmert in 10 Jahren, ist schon klar. Soll ich dich waschen, Harvey? Was? Ist etwa schon wieder Schaltjahr? Was haben wir denn hier sonst noch? Die Wanne und den Hahn. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Ich glaube, das war sie ursprünglich auch nicht. Sobald meine Erinnerung wiederhergestellt ist, nehme ich ein einwöchiges Bad. Ja, das hast du dir dann auch verdient. Der Hahn meiner alten Badewanne. Benutzen? Ist wahrscheinlich kein Wasser da. Das Wasser ist wohl abgestellt. Ja, das war zu erwarten. Der Spiegel. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Ja, das hatten wir ja unten schon, ne? Er ist unbrauchbar. Ja. Gut. Da geht's auch noch weiter, oder? Ja. Eine Vase. Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Naja, wenn eine Pflanze so lange ohne irgendwas... Wobei, Wasser wird sie wohl gekriegt haben, so wie das hier aussieht. Das Fenster... Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Das könnte die Straßensperre sein. Nein, der Sims war schon früher zu schmal für mich. Ich habe gerade gelesen, die Sims waren schon früher zu schmal für mich. Mein Gott. Poki, hilf. In diesem Raum habe ich die Lichtstimmung vergeigt. Diese Perspektive habe ich nie gezeigt. Während des Zeichnens von den Texttabellen habe ich Lasagne gegessen. In diesem Raum habe ich die Schattenlayer vergessen. Und jetzt steht ihr hier vor der letzten Tür. Habt euch artig alles angehört. Wofür? Schönes Lied, Maestro, schönes Lied. Okay, wenn das die letzte Tür ist. Ich habe da unten, glaube ich, auch noch ein paar Pokis vergessen, sag ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch die Tür gehe und das Spiel ist dann vorbei. Nee, komm, wir bleiben hier. Jetzt ist egal. Jetzt sind wir... Stopp, da unten war auch noch eine Tür, oder? Nee, das war die Haustür. Gehen wir mal hin zur Tür. Zu. Wow. Schön. Kann ich die Tür vielleicht einschlagen? Schade. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Wir haben ja auch immer noch unseren Tonabdruck, den wir da brennen müssen. Die Frage ist ja immer noch, wie? Schulzimmer, da habe ich aber... Da waren keine Hotspots mehr, oder? Tisch, Tisch. War der nicht immer viel größer? Ja, benutzen vielleicht. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Ja, ja, natürlich. Meine Hausaufgaben... Okay, Poki? Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, hier in diesen Klassenraum wieder zurückzukommen, hoffe ich. Es ist ja nicht so vollständig, hundertprozentig ausgesprochen gewesen, dass dieser Privatunterricht, den Edna und Alfred haben, im Hause der Konrads stattgefunden hat. Und es ist auch ein bisschen surreal, glaube ich, einfach diese Aneinanderreihung von Erinnerungen, die wir schon mal gesehen haben, halt jetzt
in diesem zerstörten Zustand nochmal wiederzusehen. Und irgendwie bringt das Ednas Lebensumständen von damals halt so eine ganz neue Note, ja, die man, glaube ich, hauptsächlich fühlen und nicht erklären kann. Ich versuche mich nur gerade über eine Erklärung rumzulavieren. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Klassenzimmer für Privatunterricht im Elternhaus. Das macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Nee. Sorry dafür. Nee, so wirklich viel Sinn macht's nicht. Ich werde hier auf jeden Fall erstmal speichern. Und würde sagen, ich beende die Folge hier. Wir müssen ja irgendwie müssen wir noch den Schlüssel hier fertig kriegen. Da bin ich mal gespannt, wie wir das zustande kriegen sollen. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir gehen so langsam storymäßig aufs Ende zu. Storymäßig heißt dann aber auch spielmäßig, du Vollhonk. Ja, also generell das Ende naht, sag ich mal, und ist nur so ein Gefühl. Kann auch sein, dass ich noch hier irgendwie 6 Stunden dranhänge, weil ich halt ich bin. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir im nächsten Part weiter und ich würde sagen, bis dahin und ciao, ciao.